Hallo da draußen und vielen lieben Dank fürs Einschalten. Ich dachte mir, ich mache heute mal was richtig Schönes, Deftiges. Und ich hatte lange kein leckeres Chili mehr auf dem Tisch. Und ich habe da ein tolles Rezept rausgekramt, was etwas pikanter ist und etwas deftiger und etwas herzhafter. Nämlich mit frischem, aufgebrühtem Kaffee. So bekommt das Chili ein wirklich herzhaftes Aroma. Das Ganze muss dann so circa 60 bis 90 Minuten noch einköcheln. Und dann habt ihr ein verdammt leckeres Chili. Für das Chili brauche ich 2 Zwiebeln. Die werden in Würfel gehackt und das gleiche mache ich dann auch mit der Knoblauchzehe. Dann nehme ich einen großen Topf, gebe etwas Öl dazu und brate das Hackfleisch schön scharf an und gebe dann die Zwiebel und den Knoblauch hinzu. Danach Kaffee, Brühe, die gestückelten Tomaten, die Kidneybohnen und für die Schärfe den Cayennepfeffer, Oregano. Jetzt noch den Kreuzkümmel und Koriander dazugeben und zum Abwürzen noch ein bisschen Salz und eine ordentliche Prise Pfeffer. Dann alles einkochen lassen und fertig ist das leckere Coffee Chili. Das Chili ist echt super lecker geworden. Ich empfehle euch dazu einfach ein bisschen Reis oder frisches Ciabatta oder ein Kartoffelbrot. Das schmeckt einfach hervorragend, mehr braucht dazu gar nicht. Vorsicht aber auch mit der Schärfe, denn je länger es einkocht, desto pikanter wird es. Also solltet ihr vielleicht ein bisschen nachwürzen und nicht direkt die ganze Schärfe am Anfang reintun. Die ganzen Zutaten sind doch mal unten aufgelistet. Würde mich freuen, wenn ihr es nachkocht und schaut auch mal in meinem Online-Shop vorbei. Wenn ihr jetzt die passenden Gewürze braucht, würde mich freuen, wenn ihr da mal ein bisschen durchstöbert. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat und teilt das Rezept mit euren Freunden. Ansonsten wünsche ich euch jetzt einen verdammt guten Appetit und ich sage dann schon mal bis morgen. Tschüss.